General Khalifa Haftar, Libyens mächtigster Mann zwischen Leben und Tod. Genaues weiß man nicht über den Gesundheitszustand von Khalifa Haftar, umso mehr Gerüchte gehen um. Als gesichert gilt bisher nur, dass sich der derzeit einflussreichste Libyer seit mehr als einer Woche zur Behandlung im französischen Militärhospital Val de Gea mit Zirkumflex C in Paris aufhält. Angeblich nur zu Routineuntersuchungen, hieß es zunächst aus dem Umfeld des libyschen Generals. Dagegen behaupteten Haftars innenpolitische Gegner, der 75-Jährige habe zunächst einen Schlaganfall und dann Hirnblutungen erlitten und sei ins Koma gefallen. Zwischenzeitlich berichteten libysche Medien gar, Haftar sei gestorben. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht, allerdings räumen seine Unterstützer inzwischen ein, dass Haftar auf absehbare Zeit seine Funktionen nicht wahrnehmen könne. Haftar ist der mächtigste Wahlort im seit Jahren schwelenden libyschen Bürgerkrieg. Er steht an der Spitze der libyschen Nationalen Armee, NA, die aus Überbleibseln des Gaddafi-Militärs, Stammesmilizen aus Ost- und Südlibyen sowie salafistischen Kampfgruppen besteht. Seit Jahren weigert er sich, seine Truppen, die mehr als die Hälfte des Landes beherrschen, der von der UNO unterstützten Regierung von Ministerpräsident Fayez Sarraj in Tripolis zu unterstellen. Seine UNO sei die einzige legitime Institution Libyens, behauptete Haftar erst vor wenigen Monaten. Noch in diesem Jahr sollen in Libyen Präsidentenwahlen stattfinden. Haftar drohte, er werde sich selbst zum Präsidenten des Landes ausrufen, sollten die Wahlen scheitern. Dazu wird es wohl nicht mehr kommen. Stattdessen stellt sich die Frage, wer Haftar an der Spitze der UNO folgen könnte. Einen designierten Nachfolger gibt es nicht. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten seine beiden Söhne Saddam und Khalid. Beide sind Generäle und befehligen eigene Einheiten innerhalb der UNO. Allerdings ist äußerst fraglich, ob sie genug Autorität besitzen, um die verschiedenen Kräfte unter dem Dach der UNO hinter sich zu bringen. Gleiches gilt für Abdulrazzak al-Naduri, den Generalstabschef der UNO. Erst am Mittwoch entkam Naduri knapp einem Sprengstoffanschlag auf seinen Konvoi in Benghazi. Im Zuge der Nachfolgeregelung drohen zudem alte Stammeskonflikte wieder aufzubrechen. Die Haftars und andere führenden Kommandeure gehören dem Fayan-Stamm an, der eigentlich aus Westlibyen stammt. Der mächtige Awake-Stamm aus Benghazi, der größten Stadt im Osten Libyens, hatte sich zwar mit Haftar Senior arrangiert. Allerdings haben führende Vertreter der Awake bereits durchblicken lassen, dass sie einen weiteren Fayanu an der UNO-Spitze nicht ohne weiteres dulden wollen. Und dann sind da noch Haftars ausländische Unterstützer, die ebenfalls ein gewichtiges Wort mitreden wollen. Besonders Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate, WAE, haben sich in den vergangenen Jahren hinter Haftar gestellt. Die Regierung in Kairo sah in Haftar eine libysche Version von Staatschef Abdel Fattah el-Sisi, ein lang gedienter General, der mit harter Hand gegen die Muslimbrüder vorgeht und als strenger Autokrat das Land nach den Wirren des sogenannten arabischen Frühlings wieder stabilisiert. Gute Kontakte nach Moskau, Paris und London. Darüber hinaus war Haftar das politische Kunststück gelungen, sich einerseits wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung aus Russland zu sichern, andererseits aber auch von westlichen Regierungen als Partner anerkannt zu werden.
Mehrfach empfingen Russlands Außen- und Verteidigungsminister den Feldmarschall in Moskau, beide Seiten unterzeichneten Vereinbarungen über die Zusammenarbeit bei der Erdölproduktion und der Erschließung neuer Erdölvorkommen. Russische Söldner des privaten Militärunternehmens SSB sind rund um Benghazi im Einsatz. Nach offiziellen Angaben, um eine Erdölraffinerie von Minen zu räumen und Erdöltanker vor Piraten zu schützen. Zugleich aber besuchte der britische Außenminister Boris Johnson im vergangenen September Haftar in Benghazi und lobte ihn für dessen Kampf gegen den Terror. Doch dieser Kampf wird oft mit ungesetzlichen Mitteln geführt. Der Kommandeur einer Spezialeinheit, Mahmoud Al-Werfali, wird seit August vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag per internationalem Haftbefehl gesucht. Käfer-Anklägerin Fatou Bensouda wirft ihm Kriegsverbrechen vor, weil Werfali mehrfach in aller Öffentlichkeit Gefangene tötete. Seit der Ausstellung des Haftbefehls hatte Haftar ihn mehrfach kurzzeitig festgenommen, nach Protesten und Drohungen von Werfalis Anhängern aber immer wieder freigelassen. Nach Haftars Tod dürften Männer wie er noch stärker werden.